Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder der rote Hafen und Plakat Crowntail Wurf. Ihr seht, die Kleinen kriegen gerade rote Mückenlarven zu essen. Hier ist aber mein Zeigefinger daneben. Wachsen und gedeihen prächtig und fressen jetzt schon fleißig Lebendfutter. Hier ist übrigens auch der blaue Wurf drin. Da sind auch ein paar schöne Tiere dabei, die auch schon fleißig mitessen. Und ganz deutlich zu sehen ist auch schon das Crowntail, was natürlich super schön ist. Das Tier hat übrigens eine Maulsperre und beobachte ich aktuell noch. Der kann trotzdem essen, komischerweise. Ich denke aber, dass der nicht abgebbar ist. Hat halt ein Handicap, ne? Das hat er schon länger, habe ich schon länger beobachtet, hat aber immer gefressen, deswegen habe ich ihn nicht erlöst. Ansonsten haben die Tiere allesamt echt eine ganz gute Topline. Man erkennt schon Weibchen und Männchen ganz deutlich. Hatte ich auf Facebook was gepostet. Und ich habe auch schon die ersten separiert. Da zeige ich euch jetzt mal ein paar. Die sind jetzt hier in 3-Liter-Boxen. Und das sind alles Männchen. Hier habe ich einmal probiert, noch mit Filtern zu arbeiten. Die haben auch gerade schon Mückenlarven bekommen. Ich habe jetzt hier nur die Abdeckungen weggemacht. Wenn ich jetzt hier meinen Finger daneben halte, seht ihr, wie klein die sind. Das wird ein Butterfly-Tier. Wer sich für den interessiert, kann mir gerne schon mal schreiben, weil den werde ich wohl demnächst abgeben. Ein sehr schönes Tier, wie ich finde. Und hier. Die werden alle noch röter im Verlauf des Wachstums. Zeigen auch schon schön Farbe. In dem hinteren Bereich kann man aber nicht so gut reingucken. Aber die Tiere sind ähnlich von den Farben her. Und die Plastiktöpfe sind so aus Rund. Die lassen sich am einfachsten reinigen. Und da können die sich drin ausruhen, wenn sie mögen. Rüber. Und da ist das Tier, was ich zum ersten Mal separiert hatte. Ich muss das Becken demnächst mal sauber machen. Aber auch der ist nicht mehr ganz so scheu wie zu Beginn. Und wie ihr seht, kommt er mit Garnelen super klar. Der hat leider kein Crowntail, soweit ich das jetzt beurteilen kann, bisher bekommen. Und für den haben sich ja auch schon viele interessiert. Ja, wenn das jetzt, ich denke mal, in den nächsten 3 Wochen darf der ausziehen. Also wer Interesse hat, kann sich gerne melden. Jetzt sieht man es leider nicht so. Vielleicht mache ich nochmal Fotos von ihm, aber hier sieht man es ja schon ganz gut. Genau.